So, da sind wir auch schon wieder. Gut, keine Ahnung. Dann würde ich aber erst nochmal ein paar Dingsbums machen. Aber da ist noch was. Silberne Vier-Augenbrille. Vier-Augenbrille? What? Ich hab eine neue Brille! Die sieht komisch aus, aber warum gibt die so viel? Besonders. Okay. Ich habe einen neuen Schal. Okay, der ist cool. So, kann ich auch meine Haare. Normalerweise finde ich es halt komisch, dass man seinen Haarschnitt nicht verändern kann. Eine Nachricht an Professor Black von Madame Scriber. Sammlungen. Ich habe neue Sachen gesammelt. Das ist schön. Koboldblaues Gewand. Maske der dunklen Künste, Umhang der dunklen Künste. Ja, Sammlung, aber ich will es auch gerne tragen dürfen. Statue von Gregor, dem Kriecher. Na dann. Warum kann ich den Mantel nicht tragen? Gut, vielleicht sollte ich den noch nicht freischalten. Gut. Ich weiß nicht, ob ich jemals viel den Kram nutzen werde. Weil ich eigentlich relativ glücklich mit... Na, ich laufe hier gerne rum. Vor allem kann man halt viel erkunden. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das hat doch bestimmt auch noch irgendwas zu bedeuten, dass wir die ganzen... Das mal mit den ganzen Globus. Ist das Globus oder Globis? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zunichte. Sie tun es nie, wenn die Bibliothekarin da ist. Ich schwöre. Sie fangen immer erst an zu reden, wenn sie weggeht. Sie flüstern doch ziemlich leise. Das Rätsel verstehe ich immer noch nicht. So. Wo muss ich jetzt lang? Gibt's hier irgendwas? Gut, Sammelobjekte. Hier gibt's noch einiges. Komme ich natürlich erst dahin, wenn das Ding fertig ist. Das ist ja wohl klar. Da ist auch noch was. Das kann ich bestimmt irgendwie reparieren irgendwann. Das war schön, aber ich verstehe den Sinn dieses. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich werde gleich mal speichern. Ich glaube, wenn hier draußen die FPS so runterdroppen. Wen habe ich denn hier gefunden? Na, Miezekatze? Revelio. Ist noch vieles drin zu entdecken. Kam ich von hier? Nee, ne? Teilweise Verwandlung. Okay.
Privilegium. Was gibt's hier noch? Oh, ja, mit ihr wollte ich. Sollte da nicht einbrechen, wenn die Alte da ist. Habe ich das Gefühl. So. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Oh, ich weiß nicht, ich mag die, die ist voll lieb. Nein, die verändern also von selbst ihre Form. Ja gut, Mietskatze. Revelio. Okay, da muss ich Schlösser knacken lernen. Bin immer überlegen, ob ich vielleicht nicht einfach jetzt doch wirklich meinen Unterricht machen soll. Dann kriege ich neue Zaubersprüche. Dann gehe ich hier mal rein. Rebellion. Hier gibt es bestimmt was zu entdecken. Schloss und eine Truhe. Gemälde von Illicrus Mustrus. Ob auch die Herrschaft dieses Schulleiters überlebt, sollte ein Mondkalb die Leitung übernehmen. Revelio. Es erfreut unsere steinernen Herzen, von solcher Arroganz umgeben zu sein. Was? Ah, er spricht mit mir? Cool. Ich unterhalte mich gern mit Steinen, mit Statuen. Entschuldigung. Sieht doch aus, wenn das irgendwas verbergen würde. Ich frage mich, ob ich mir bei dem kleinen Projekt helfen kann. Was gibt's hier zu? Revelio. Lumos. Okay, das ist dem sein Zauberstab. Revelio. Das hat bestimmt auch irgendwas zu bedeuten. Steht doch nicht umsonst um die Ecke einfach so eine Uhr. Kann ich also noch nicht öffnen. Okay. Okay. Lumos. Im Wald. Das haben wir aber irgendwie... Hallo. Was haben Sie jetzt vor? Noch gar nichts. Hier muss auch irgendwo eine Motte sein. Komm, kleine Motte. Cool. Von hier kam ich, ne? Ich traue diesem grünen Rauch nicht. Kein Wunder, dass die alle in Hogwarts zaubern können. Wer weiß, was die da einatmen. War das gemein? Lumos.
Rivelio. Lumos. Rivelio. Wo sind jetzt die Motte schon wieder hin? Protego! Lumos! Und Octavius Pratt hat einen guten Platz. Und ich? Hier im Gestank. Ich sollte mich umhören. Ja, dann mach das doch. Komm mit. Ich hab total. Ich bin bei sowas echt ein bisschen blind. So. Protego! Super! Handbuchseiten aus Hogwarts. Rivelio. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Das ist schön. Das ist verschlossen. Das macht mich ganz verdrossen. Da ist die Tür verschlossen. Gut. Aber da haben wir doch schon mal ein bisschen was entdeckt. Da oben ist auch was. Auch wieder mit so einem Rätsel, ne? Da muss ich mal gucken. Ich bin das Ziel aller Witze. Ah, ich muss den. Rivelio. Okay. Doch irgendwas da unten. Aber hier war ich doch schon. Rivelio. Oder? Protego. Rivelio. Hier gibt es so viel zu entdecken und ich weiß halt echt nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich meine, hier oben gäbe es noch irgendwas. Irgendwas ist. Nehme ich einen Tee. Rivelio. Gut, dann fangen wir doch einfach mal den Kurs an. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, schlimm, ne? Das alles? Bombarda! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso!
Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Ja. Yes. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Protego! Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner, ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Ihr habt doch... Gut gemacht. Ah. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Gute Technik. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach, lerne schnell. Protego, das erschwert die Dinge. Okay, was geht? Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Okay. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Hufflepuff. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Salo ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Das ist super. Na gut. Das gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Ach, Quatsch. Die Alte ziehe ich aus. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Sallow. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken.
Gut, war schön, ich mit dir zu sprechen. Diese Stimme nicht klar. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Okay. Dann bis bald. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Jetzt nicht mehr. Tja, kann passieren. Rebellion. Was haben wir denn als nächstes? Ist das Harry Potter? Nee, das ist Harry Potterhead. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Alles klar. Respekt vor den Mitschülern. Und die Mitschülerinnen schon mal klar gemacht, das passt. Kann man mal machen. Wir werden ja auch nicht jünger. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Irgendwo in der Mädchentoilette hat was? Also Slytherin-Schüler. So, jetzt muss ich irgendwie nach oben kommen. Der Finger oben wird man nicht loben. Warum lernen wir immer nur die langweiligen Zauber? Mache ich hier gleich mal weiter. Hallo. Aber vorher will ich noch was machen. Protego. Rebellion. Lumos. Sein weißes Gemälde. Ein weißes Gemälde. Und eine Tür. Ist aber nicht das weiße Gemälde, was ich meine. Weißes Gemälde und eine Tür. Hier ist wieder eine Katze. Klingt das irgendwas? Kann ich nicht einfach wegdrehen? Scheiß wie. So, lass mich mal überlegen. Ein relativ weißes Gemälde plus so einen Torbogenzugang. Also es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Oder ist das in der oberen Ebene? Guck mir das noch einmal an. Zwei Säulen. Ein helles Gemälde und ein dunkler Durchgang. Wo habe ich den hier? Aber der dunkle Durchgang ist eher so dreiecksförmig, also so ein umgekehrter Tropfen sozusagen, würde ich eher sagen. Das ist außerhalb. Ich glaube nicht, dass die Motten außerhalb sind. Gucke ich mal hier lang. Schon schick. Ein paar FPS-Einbrüche habe ich ja schon. Guck mal, ob ich oben vielleicht irgendwas finde. Lumos. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich
hier haben wir es. Wieder mal auf Abenteuertour? Immer. So, und bevor wir jetzt weitergehen, einfach runter. Ich hoffe nur, dass die mitkommt. Nicht, dass ich die wieder verliebe wie beim letzten Mal. Super! Wunderbar, das sieht doch schon... Warte mal, habe ich irgendwelche Skillpunkte, die ich benutzen kann? Aufträge, Herausforderungen, Sammlungen. Nee, ne? Gekreuzte Stäbe. Hört sich so falsch an. Aber ich dachte, die Stäbe und die Strahlen dürfen sich nicht kreuzen. Entschuldigung. Ich muss nochmal eins nach oben. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn an... Hier! Hinter dir! Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natty. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Nee, kenn ihn noch nicht. Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Oh nein, die hat keinen Partner. Ah, doch. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Jetzt cool, der Professor, ich mag den. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja!
fängt denn nicht unser Neuzugang an? Warum macht er so komische Laute? Das ist gruselig. Kurzum, verzaubern Sie die Kugel mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun, das passiert den Besten von uns. Genau so. Wunderbar. Ah, verstehe. Nicht schlecht. Sehr gut. Punkte für Hufflepuff. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Nein! Ah, nacheinander, okay. Du bist ja viel besser als ich. Oh, ist das gemein. Ah, das wird schwierig für mich. Beim ersten Mal verkacken, deswegen ist sie so viel besser als ich. Oh, komm schon. Also wenn die jetzt ein perfektes... Na bitte! Ach hier. Nein! Oh, komm schon. Darf ich nochmal? Wirklich gut. Nein, war es nicht. War scheiße. War nicht gut. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Holy! Glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. In der Tat. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Dann lassen wir der Dame mal Platz. Diese Runde entscheidet alles. Boah. Ach hier. Der hat's nicht geklappt bei mir schon. Oh, fick. Ist das gemein. Weißt du, bei der ist es... Ja, natürlich. Wenn der jetzt nicht rund... Diese Drecksäcke. Genau so wird das gemacht. Tag hier. Oh, komm schon. Genau so. Gut zu. Was? Kann mir das mal jemand erklären, wie? Ja, klar, natürlich. Das ist unfair. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Am Arsch, die hat geschummelt, die Fotze. Entschuldigung, aber das ist mal gemein. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Halt dein Maul. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Ist klar.
Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Na, hier fühlst du dich bestimmt auch zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Zauber ohne Zauberstab sind bestimmt wesentlich schwächer als die mit einem Zauberstab. Nein, ganz und gar nicht. Ohne Zauberstäbe gewirkte Magie ist genauso mächtig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Okay. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ja, wer weiß, wo du sonst sein könntest. Ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Ach, den Alten Mann lass ich warten. Der hat doch gecheatet. Deine Kugel hätte schon längst zweimal runterfallen müssen. Auf ein Wort, bitte. Was ist denn los, alter Mann? Sie wollten mich sprechen, Professor? Er ist aber cool. Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Ja, aber das nur stimmt, Niederlagen? Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Na dann. Alles klar. So, dann haben wir das doch schon mal. Diese Hauptaufgaben ab. 1 von 4. Ist zwar schön, aber... Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Eieiei, Chrissia. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Also wenn du mal nicht Harry Potter sein sollst. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Hallo. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Naja. Danke, aber es war wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich auch ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Für mich scheinen Professor Ronans Stunden etwas schwieriger zu sein. Na dann. Alles klar, Mäuschen. Hallo Katze, schon wieder. Na, kleine Miezekatze, du bist ja eine andere. Sieht aus wie so ein kleiner Gepard oder Luchs. Money!
So, jetzt muss ich nur gucken. Herausforderung, Aufträge. Abgeschlossen. Hier habe ich auch noch eine, schließe Nebenbeziehung. Nebenbeziehungsaufträge. Ja, die sind wo? Hier. Gekreuzte Stäbe. Da frage ich mal nicht. Sammlungen? Ja gut, die Sammlungen können mir ja relativ egal sein. Die kann ich mir ja Stück für Stück angucken. Ansonsten war es das. Jetzt muss ich nur gucken. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Na, ich freue mich auch, dich zu sehen. Die ist lieb. Auftragsprotokoll öffnen. Gerne das Nebenquest machen. Einfach um mal ein bisschen Action reinzukriegen. Aber das machen wir im nächsten Part, Leute. Macht's gut. Tschüss.